Hau ab hier! Ist doch hoch, Mann! Hier, Bruder, ja, eine rote Tora. Ist doch so, rote Tora! Du hast eine Ahnung von Finden, weißt du, wie du aussiehst von hinten? Guck doch nicht so dumm, du willst das doch auch! Oder willst du einen Dreier? Sag mal, Thorsten, hast du noch alle Tassen im Schrank? Entschuldige bitte, Ulla. Woher kennst du die? Frag sie mal, wie sie mich gerade genannt hat. Ja, quasi Modo. Sehr lustig. Halt die Fresse, ich bin dein Sohn, ja? Du Mumie. Sag mal, kannst du dich jetzt bitte zurückhalten? Oh, ja, komm, es ist ihm peinlich. Ja, das wäre mir auch peinlich. Du müsstest 5 Meter vor mir laufen. Ulla, jetzt beruhigst du dich bitte auch. Komm, wir kommen alle wieder runter. Weißt du, was es ist alles gut. Es ist gut, dass der Typ mal bei seinem frauenfeindlichen Arschvater ist. Ja, da brauchst du ja einen, mach den Mund zu. Ja, was heißt denn hier bitte frauenfeindlicher Arschvater? Mach doch nicht Diskussion, weißt du, du musst ja eine noch souverän machen, Nadinchen. Die kriegst du einfach nicht mehr, dafür bist du einfach zu abgehalten. Hör auf, mich zu umarmen, was hat das denn damit bitte schön zu Guck tun? Guck doch mal, die Jacke hast du schon seit 30 okay. Jahren an. Von Ulla. Wegen davon träumst du. Okay, Ulla, hör mal zu, ja, hör mal zu. Ja, genau. Nadinchen, sag doch, Nadinchen kann für sich selber sprechen, okay? Okay, Nadine, habe ich dich jemals angemacht? Mann, komm, Rocky. Mann, du laberst mich doch jeden Abend hier vor mit Buena Social Vista Club und ob ich mit hochkomme. Rocky! Rocky, und dann soll ich mit hochkommen. Was mein Problem ist, du peilst einfach nicht, wenn es peinlich wird. Wisst ihr, merken die Frauen. Das stimmt. Und das ist jetzt, halt die Klappe, der Punkt. Und jetzt ist es peinlich. Hör mir mal gut zu, Ulla. Ich habe mit mehr Frauen in meinem Leben gevögelt, als du Haare gefärbt hast. Ja, ja, so siehst du aus. Also halt die Fresse. Du, Junge, da verträumst du. Ich frage mich, wie du diesen Sohn zustande gekriegt hast. Nimm den mit hier, den Frauen-Nazi. Und sag mal, du hast voll eine Hacke. Also, nee, ich hab keinen Bock mehr. Das ist mir in meinem ganzen Leben dann hier passiert. Ja, das ist dein Vater, ganz klare Sache. Der war auch immer so mega Akku. Besser Akku als so ein Megaloser. Ulla ist eine alte Kackstelle. Sie war schon immer scharf auf mich, die alte. Genauso alt wie du. Nadine, den habe ich gar nicht angemacht. So ein Scheiß. Peinlich. Ach komm, ich hab dir gar nichts zu beweisen. Ich hab meine Frauen gehabt. Vielleicht ich auch. Oh. Du bist der größte Stecher von Wuppertal, ja? Weißt du was, du hast recht. Du musst mir gar nichts mehr beweisen. Dein Leben liegt nämlich schon hinter dir. Kauf dir doch einen Sarg. Leg dich rein und schau Tierfilme. Mein Gott, echt. Da lebt einer in Berlin. In der größten Fickerei von ganz Europa und schaut Tierfilme. Schwachmat! Ich mag junge Frauen. Ich bin mir da treu geblieben. Ich will das Reh. Stolz, schüchtern, sehr schwer zu kriegen. Die ausgedehnte Hirschkuh am Wegesrand. Interessiert mich nicht. Hallo Leute, ich bin in der Klappe. Tom, lassen Sie uns über Frauen sprechen. Die Frauen wollen, dass man sich für sie interessiert, als Mensch. Und wir wollen, dass man sich für uns interessiert, als Penis. Wie ist das mit Frauen in der Realität? Wer hat Ihnen denn gegen die Schüssel getreten? Ja? Ich bin Tom, ich bin Ihr Sohn. Ich habe keinen Sohn, Thorsten. Herr Tom! Du warst der größte Stecher von Wuppertal. Das ist alles Otto und meine Mutter. Dein Vater, der konnte eine ganze Bar in Windeseile für sich vereinnahmen. Der ist in die Bars reingegangen, hat sich an Tresen gestellt und einfach nur geguckt. Also du möchtest, dass ich dir beibringe, wie man es schafft, dass eine Frau Lust bekommt, mit einem wie dir zu schlafen. Was sind die drei wichtigsten Punkte in der Anmachstrategie? Charme, Humor und Nachgiebigkeit. Oh Gott, bist du armselig. Ich habe mit mehr Frauen in meinem Leben gevögelt, als du Haare gefärbt hast. Ja, so siehst du aus. Wie sieht's aus? Kommst du noch mit zu mir? Ich will, dass ihr euch neu erfindet. Der Männliche ist schön und nicht das Weibchen. Was machst du denn? Ich pinkel. Im Sitzen. Was bist denn da für ein Relikt? In meiner Generation pinkeln alle im Sitzen. Du machst dich so zum Horst. Das ist doch Ehrensache, Thorsten. Torben. Das heißt Torben. Wie Torben?